Jetzt kommen wir zu den ältesten Actionfiguren überhaupt, den Zinnsoldaten. Zinnsoldaten bestehen, wie der Name schon sagt, aus Zinn. Das Zinn wird flüssig gemacht und in Formen gegossen. Und das zeigen wir euch heute. Noch heute begeistern sich auf der ganzen Welt viele Menschen dieser Form der Kunst. Und nichts anderes ist das. Es ist wirklich ein Kunstwerk, manchmal die Zinnsoldaten zu gießen. Als Kind war ich mal in einer Ausstellung mit über 20.000 Zinnsoldaten. Und das sah wirklich gigantisch aus. Zinnsoldaten gießen ist ein gefährliches Hobby, dadurch, dass ihr mit flüssigem, heißem Metall arbeitet. Wenn zum Beispiel euch mal der Topf runterfällt und das Zinn zwischen die Kieselsteine rutscht, sieht das so aus. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein fantastic Kunstwerk. Es erfordert auch etwas handwerkliches Geschick, das Zinn entsprechend in die Form reinzubekommen und das sich auch überall verteilt. Hier sehen wir zwei original verpackte Figuren. Pardon, Figuren, Formen. Hier sehen wir zum Beispiel ein Set, das damals 6 D-Mark gekostet hat und vorher 18 D-Mark. Ist halt schon etwas älter. Schön erkennt man jetzt auch, wie die Figur aussieht, wenn sie fertig gegossen ist. Später werden wir eine Kanone gießen. Mal sehen, ob wir es hinkriegen. Auf der Rückseite ist auch beschrieben, wie man das am besten macht. Aber erkundigt euch vorher ganz genau, wenn ihr euch so ein Hobby zulegen wollt, um Verletzungen zu vermeiden. Wie gesagt, flüssiges Metall, hohe Verbrennungsgefahr. Dies hier ist natürlich nur eine ganz kleine Auswahl an Figuren, die ihr selber gießen könnt. Ich glaube, in der Zwischenzeit gibt es Tausende von Formen. Und nach dem Guss könnt ihr sie kunstvoll bemalen. Es gibt da auch ganze Bücher, wie die alten Uniformen ausgesehen haben vom alten Preußen, Königreich Bayern, Königreich Württemberg etc. Hier ist zum Beispiel ein kleines Buch, das Anleitungen gibt, wie man die Figuren bemalen soll. Es ist natürlich ein ziemlicher Trip in die Geschichte, wenn man sich überlegt, dass Deutschland früher aus vielen Einzelstaaten bestand, unter anderem das Königreich Württemberg, Bayern etc. und die Preußen. Schwedische Infanterie, oh je, da gibt's wirklich alles. Und die Schweizer. Der Schwerpunkt der Figuren liegt auf alten Soldatenfiguren, wenn ihr so wollt. Aber es gab auch jede Menge Zivilfiguren und es gibt auch ganze Serien mit Zivilfiguren. Zinnsoldatengießen ist natürlich ein sehr, sehr schönes Hobby. Es gibt natürlich die verschiedensten Formen. Hier zum Beispiel eine aus Gummi und die klassische Version aus Metall. Gut kann man jetzt hier den Negativabdruck erkennen und die oberen Öffnungen, durch die das Zinn eingefüllt wird. Am langlebigsten sind natürlich die Metallgussformen. Ist ja logisch, besseres Material. Rechts seht ihr einen Soldaten und links einen Fahnenträger. Das große Ding hier oben ist die Fahne. Nach Gebrauch sind die Formen gründlich zu reinigen. Ich vergaß zu erwähnen, es ist auch ein sehr schmutziges Hobby. Zum Beispiel, wenn gewisse Fantastic-Moderatoren die Form falsch anwenden, sieht man hier auf der rechten Seite, wo die Hitze leider etwas zu stark war, kann es zu Versenkungen und Beschädigungen kommen. Die Formen gibt es natürlich in verschiedenen Größen und Ausführungen. Der Ablauf sieht folgendermaßen aus. Die Form wird geschlossen, mit einer Klammer befestigt und hier oben das Zinn eingefüllt. Solche Gussformen können viele hundert Mal verwendet werden bei korrekter Anwendung. Okay, jetzt wird's richtig heiß. Wir gehen jetzt rüber und gießen eine Kanone. Wichtig ist natürlich immer auf die Sicherheitsvorkehrungen zu achten, weil
kochendes Zinn, das ist nicht schön, wenn man das auf die Finger bekommt. Kann zu schweren Verbrennungen führen. Flüssiges Metall. Komisch, warum muss ich jetzt an Terminator 2 denken? Immer vorsichtig sein, über 400 Grad. Dann gucken wir mal rein. Aber der erste Guss wird nie was. Ja, kann man nicht sagen, oder? Für den ersten nicht schlecht. Scheint alles dran zu sein an der Kanone. Ja, muss man nur vorsichtig noch ein bisschen abschneiden an den Seiten und ein bisschen nachbearbeiten. Für die Kugeln hat das Zinn nicht mehr ganz gereicht, aber hey, ich bin zufrieden. So, die nächste Ladung. Das Kanonenrohr scheint auch relativ gut zu sein. Ich weiß, ein Profi kriegt es besser hin. Aber Leute, ich bin kein Profi. Kurz die Temperatur messen. Jo. Wollen wir mal. Das Rad ist fertig und sieht auch sehr gut aus. Hier habe ich jetzt die grob gegossenen Stücke der Kanone und ich füge sie jetzt einfach mal ganz grob zusammen. Meine Hände sehen jetzt natürlich aus, als hätte ich, naja, im Bergbau geschafft heute. So, ganz vorsichtig. Ist kein Kunststoff, sondern Zinn. Okay, muss natürlich alles nachgearbeitet werden. Okay, es gibt hier auch ein paar Fehler drin, aber naja. So. Cool. Hergestellt bei Fantastic Toys and Merchandise 2021. Limited Edition, One of One.